Jetzt geht's los. Max und Millie, ein Theaterstück für Menschen ab 5 Jahren von Volker Ludwig. 5 Jahre! Musik von Birger Heimann. Es kommen vor der Max, der geht in die erste Klasse. Und die Millie. Und die Millie, die ist wie alt? 5 und geht noch in den Kindergarten. Der Peter, der ist so alt wie der Max. Die Mutter von Max und Millie und der Vater von Peter. Die Uraufführung war am 3. November 1978 im Gripstheater. Ungefähr 10 Jahre später gab es nochmal eine Inszenierung. 87, 99 nochmal und 2009 die 4. Da habe ich die Millie gespielt. Jetzt haben wir 2020. Regie Rüdiger Wandel. Das war bei mir zumindest der Regisseur. Okay, man sieht das Kinderzimmer mit 2 Betten übereinander, also ein Hochbett. Und Spielsachen, ein kleines Regal mit Büchern so über uns. Die Millie ist gerade nicht zu Hause, sondern nur der Max mit seiner Mama. Die Millie ist nämlich bei der Oma. Der Max glotzt. Mutter im Off, also man hört nur ihre Stimme. Max, so, Schluss jetzt. Oh, noch 5 Minuten. Max, die 5 Minuten sind längst vorbei. Ab ins Bett. Die beiden kommen rein, der Max klettert ins Bett, wirft sein Stofftier Lumpi auf die Erde und möchte überhaupt nicht schlafen. Oh, Mutter, sonst findest du morgen nicht aus dem Bett und kommst zu spät zur Schule. Gute Nacht. Sie gibt ihm den Lumpi wieder hoch und geht ab. Mutti, Mutti, was denn? Ich kann nicht einschlafen. Doch, das kannst du. Du bist schon ganz müde. Gar nicht. Ich bin ganz munter. Guck doch. Er tobt im Bett herum. Die Mutter kommt wieder rein. Siehst du? Jetzt gib endlich Ruhe. Mach die Augen schön zu, dann schläfst du auch gleich. Du hast schon ganz kleine Äugelchen. Gute Nacht. Mama will wieder abgehen. Mutti, 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 was ist denn noch? Gibst du mir einen Spiegel? Ich brauche einen Spiegel. Was willst du denn jetzt mit einem Spiegel? Ich will meine ganz kleinen Äugelchen mal angucken. Ach, Max, lass mich doch jetzt. Ja, ja, meine Augen sind nämlich ganz groß. Wo bist du denn? Na, wenn du sie extra aufreißt. Sag doch mal, Großmutter, warum hast du so große Augen? Ich sag heute gar nichts mehr und du auch nicht. Gute Nacht. Mutti, 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 ich hab so einen Durst. Du hast doch schon 2 Becher gehabt. Wenn du noch mehr trinkst, dann machst du am Ende noch ins Bett. Gar nicht, ich hab aber so einen Durst. Ich muss was trinken. Mutti! Die Mama kommt mit einem Becher wieder rein, gibt ihn Max und sagt, hier. Und jetzt ist endgültig Ruhe. Sie geht wieder raus. Der Max gibt seinem Lumpi was zu trinken, klettert aus dem Bett, kippt den Rest dann heimlich weg und geht zur Tür. Die Mutter kommt wieder und steht in der Tür. Der Max hält ihr den leeren Becher hin. Was ist denn noch? Ich muss doch meinen Becher noch abwaschen. Du gehst sofort ins Bett. Der Max, der läuft zu seiner Schulmappe und kramt darin. Was willst du denn jetzt noch mit deiner Schulmappe? Fragt die Mama. Ich muss gucken, ob mein Radiergummi drin ist. Ach, Maxchen, du weißt ganz genau, dass wir heute Nachmittag zusammen deine Mappe sorgfältig gepackt haben. Sie nimmt genervt die Federtasche und den Becher in die Mappe und stellt dann alles weg. Mama! Max holt den Becher wieder aus der Mappe raus und hält ihn ihr hin. Sie nimmt ihn. Du lässt die Tür ganz weit offen, ja? Max, noch ein Wort und ich mache die Tür ganz fest zu. Nein! Max klettert rasch ins Bett und die Mama geht. Mutti? Mutti, Mutti, was ganz, ganz Wichtiges. Mutti, 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 komm doch noch mal ganz schnell. Was ist denn los? Mutti, 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 weißt du noch, wie der Clown im Zirkus damals, also wie dem seine Hose gerutscht ist und dann waren die Hosenträger aus Gummi und dann sind die so schwapp, klutsch, peng, pang und ja. Ja, Max. Sehr komisch. War das alles? Kriege ich zum Geburtstag eine Pistole? Von mir bestimmt nicht. Mutti, Mutti, gehst du auch ganz bestimmt nicht weg? Nein. Ganz, ganz, ganz bestimmt nicht. Nein. Sagst du mir noch gute Nacht? Ma, ich hab dir schon gute Nacht gesagt. Aber nicht richtig. Ach, Max, ich kann nicht mehr. Ich will auch mal meine Ruhe haben. Ich will auch mal Fernsehen. Jetzt hat der Film wieder längst angefangen. Immer geht's nur um dich, 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 dich. Und an mich denkt nie einer. Die Mama weint fast. Mama, der Film ist bestimmt ganz doof. Ach, woher willst du das denn wissen? Na, das sagst du auch immer, wenn ich was nicht sehen kann. Bist du jetzt traurig? Ja. Ich auch. Max steht auf, nimmt seine Decke und fängt an runterzuklettern.
Ach Max, was ist denn jetzt? Komm, komm, wir gehen zu dir ins Bett, dann kann ich dich trösten. Max, du bleibst hier. Du gehst jetzt sofort in dein Bett, sonst passiert was. Ich will aber bei dir schlafen. Ich habe Angst alleine. Ach, wovor denn? Vor den Gespenstern. Was? Ach Max, du gehst zur Schule und glaubst noch an Gespenster? Ach, so was Dummes. Aber das sind so grässliche Viecher und die kommen immer im Dunkeln und... Ach, das ist doch ganz großer Quatsch, Max. Das denkst du dir nur aus. Denk lieber mal an was ganz Schönes. Dann träumst du auch schön. Gut? Max wirft sein Lumpi raus. Ach, gute Nacht, mein Großer. Mutti, woran Schönes soll ich denn denken? Ach, na, an die Ferien. Oder daran, dass Milli morgen wiederkommt. Ii? Kannst du dein Schwesterchen nicht leiden? Die ist doof. Ach, Max. Milli ist zwar kleiner als du und geht erst in die Vorschule, aber doof ist sie überhaupt nicht. Du hast Milli viel lieber als mich. Maxchen. Ja? Ach, Maxchen. Du bist für mich das Liebste auf der Welt. Du und Milli. Siehste! Max wirft sein Lumpi wieder auf die Erde. Ach, was heißt das denn? Darf ich Milli nicht auch gern haben? Päh! Max, Angst brauchst du überhaupt nicht zu haben. Doch! Max, die Mama geht zu ihm, hebt den Lumpi auf, klettert zu ihm hoch, deckt ihn zu und setzt sich neben ihn. Nein, mein Schatz. Morgen, weißt du, morgen, da versuchen wir mal rauszukriegen, was das ist, was dir Angst macht. Und dann jagen wir es einfach weg. Das werden wir doch mal sehen, wie? Die Mama streichelt ihn. Ich würde so gern schlafen gehen, aber ich muss noch die ganzen Sachen von euch bügeln und ich bleib nebenan, klar? Und du hast jetzt überhaupt keine Angst mehr. Oder? Max? Oh, jetzt schläft er. Und den Anfang von dem Film, den habe ich wieder verpasst. Jetzt schläft der Max. Ende. Erste Szene. Noch eine. Zweite Szene. Max und Milli. Wir sind immer noch im Kinderzimmer. Es ist aber der nächste Tag und die Milli kommt zurück. Die war eine Woche bei der Oma. Man hört sie schon von draußen. Heidi! Milli kommt rein, zieht ihren Mantel aus, schmeißt ihn auf den Boden, wuchtet ihren Koffer auf so eine große Spielzeugkiste und macht ihn auf. Na, lacht die Mama, hast du uns was mitgebracht? Ja! Milli schmeißt erstmal ihre dreckige Wäsche aus dem Koffer und holt dann ein T-Shirt hervor. Ist das nicht süß? Es sind ganz viele Herzen drauf und Plüsch. Max meint... Doof. Nee, das ist süß. Das ist von Oma. Ach, gleich kommen eure Geschenke. Sie schmeißt noch alle anderen Sachen aus dem Koffer und schließlich hält sie eine riesige Gummispinne an ihren Bauch. Mutti, fang mal. Wupp, wah, schreit die Mama. Ach, das ist ja grässlich. Hat Oma mir gekauft. Oh, die will ich haben, meint der Max. Nein, das ist das Kuscheltier von Süßchen. Hier, Süßchen. Und Milli legt die Spinne ihrem Stoffmonster in den Arm. Das Stoffmonster Süßchen ist eine riesengroße Puppe, die sah 1978 so aus. Bei meiner Milli sah die Süßchen ein bisschen anders aus. Ich schaue mal, ob ich sonst noch ein Bild finde. Da ist gar kein Bild. Ich weiß, Mama. Da ist auch... Wo war es noch ein Bild? Hier ein bisschen versteckt. Da ist auch so eine große Puppe im Arm. Also das ist Süßchen. Und die hat wiederum ein Kuscheltier und das ist Spinnchen. So. Also, nein. Das ist das Kuscheltier von Süßchen. Hier, Süßchen. Die Mutter meint, hat dir denn Oma nichts gesagt, was du mir sagen sollst? Doch. Milli wirft ihre Schuhe aus dem Koffer. Ach, Milli. Ach, schöne Grüße von Oma und... So hat sie geknutscht. Ach, nett. Danke.
Und was hast du jetzt für Max mitgebracht? Eine Pistole vielleicht? Mann, warte doch. Ihr müsst euch umdrehen. Ihr dürft nicht gucken, bis ich sage. Millie macht den Koffer so heimlich auf und holt eine Maske hervor. So eine grässliche Karnevalsmaske. Sowas. Und die zieht sie sich über und dreht sich um. Wah! Schreien beide. Und Max, oh, sowas Schönes kriege ich nie. Hier, kannst du haben. Ist für dich. Und sie wirft ihm die Maske zu. So, meint die Mama mit der Wäsche auf dem Arm. Ich muss mich jetzt mal um die Wäsche kümmern. Ihr könnt ja noch eine Stunde auf den Spielplatz gehen. Die Mama will abgehen. Der Max versucht, sie noch zu erschrecken. Sandmann, lieber Sandmann. Ach, ist ja jetzt gut, Max. Die Mama geht ab. Max versucht auch vergeblich, Millie zu erschrecken. Ich will jetzt fernsehen, meint Millie. Nein, meint die Mama. Ah, die ist noch da. Heute wird einmal nicht ferngesehen. Du räumst jetzt deine Schuhe weg und Max holt seine Schulmappe aus der Küche. So, komm mit, Max. Und die beiden gehen ab. Millie ist alleine im Zimmer und starrt auf das Hochbett. Was ist mit dem Hochbett? Normalerweise schläft die Millie nämlich oben. Und als sie weg war, hat Max einfach oben geschlafen. Ah, oh, sagt sie. Lässt alles fallen, klettert hoch, reißt vom Max das Bettzeug runter und geht selber wieder hoch ins Hochbett. Kaum ist sie oben, singt sie triumphierend. Heidi, Heidi. Und da kommt der Max wieder reingeschlichen mit der Maske überm Kopf so und will sie erschrecken. Aber sieht sie gar nicht. Und sie von oben, bah, da erschrickt der Max. Und der Max entdeckt, hey, runter da, diese Woche schlafe ich oben, runter. Er versucht sie zu hauen, trifft aber nicht. Trotzdem schreit die Millie wie am Spieß. Die Mama kommt wieder rein. Ach, müsst ihr euch denn immer streiten? Der hat mich gehauen. Mann, gar nicht, sagt der Max. Und was soll dein Bettzeug hier auf dem Boden, Max? Och, schäm dich. Aber das war ich doch gar nicht. Das hat Millie runtergeschmissen. Petze, 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 petze. Der Max ist wütend. Diese Woche schlaf ich oben. Hast du selber gesagt, Mama. Du warst die ganze Zeit oben, wo ich bei Oma war. Die Zeit giltet nicht. Ach, jetzt hört ihr aber auf zu streiten. Sofort. Das klären wir heute Abend alles beim Abendessen. Und außerdem weckt er mich immer, wenn er morgens zur Schule geht und runterlatscht mit seinen Stinkefüßen. Platsch, knirsch, krätsch, krach, knall. Mann, gar nicht. Du bist ja immer schon lange wach, weil du... Ja, 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 weil du immer von oben durch die Matratze pupst. Ach, Milli. Ja, und außerdem bin ich Heidi und die schläft immer oben auf den Bergen. So, und sonst fahre ich gleich wieder zurück zur Oma. So, oh ja. Darf sie? Max, ach, jetzt hört doch endlich mal auf. Millie schläft jetzt oben und ab Freitag ist Max wieder dran. Ätsche, bätsche, freut sich die Millie. Und der Max ist wütend. Das ist ungerecht. Immer bist du für Millie. Immer. Schluss jetzt, meint die Mama. Hier kommt jeder zu seinem Recht. Außerdem bist du der Ältere und kannst ruhig mal was vernünftiger sein. Genau. Ach, Millie. So, Millie, heb jetzt mal schön dein Lumpi wieder auf und dann geht ihr auf den Spielplatz, bis es Abendbrot gibt. Na? Gut. Tschüss. Der Max läuft resigniert herum. Millie schießt seinen Lumpi mit dem Fuß über den Boden. Ach Mensch, jetzt langt's mir aber! Er rennt hinter ihr her, kriegt sie aber nicht zu fassen. Mutti, Mutti, Max, haut mich schon wieder, Mo! Die Mutter kommt rein. Jetzt lass doch mal die Millie in Ruhe, Max, das ist ja fürchterlich mit dir. Ja, ja, immer ich. Und wenn die mein Lumpi tritt? Wer hat denn recht, Ella? Max? Würde ich aber auch sagen. Die Mama guckt die Millie an, die jetzt den Lumpi ganz brav aufhebt und zum Bett legt. So ist's brav. Und jetzt haut ab bis um 6. Die Mama geht wieder. Die Millie klettert ganz schnell hoch aufs Bett. Der Max ist wütend. Du bist eine ganz gemeine Ziege. Die Millie oben auf dem Bett. Eine Bergziege. Mäh. 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 Max will sie wieder hauen. Ich will überhaupt nicht oben schlafen, sagt jetzt der Max. Die Millie stutzt. Wieso nicht? Na, weil es unten viel schöner ist. Er steigt unten ins Bett.
Glaube ich dir nicht. Wieso? Der Max baut mit der Decke eine Höhle. Ich habe hier unten eine ganz tolle Höhle. Die Millie versucht das auch zu machen mit ihrer Decke. Ich auch. Quatsch, eine Höhle auf dem Berg, sowas Doofes. Oh, ist das toll hier drinnen, mit einem Durchgang zum Untersbett drunter. Und so gemütlich, toll. Die Millie hängt ihren Kopf runter. Kann ich da auch mal rein? Passt nur einer rein. Ich will auch mal. Kannst du aber nicht. Bleib du mal oben auf dem Berg, bis die Nachtgespenster kommen und dich runterschubsen. Ins Kalte. Können wir mal tauschen? Millie klettert mit ihrem Spinnchen runter. Ich da oben rauf? Bin doch nicht bescheuert. Nur ganz kurz. Na gut, meint der Max. Und sie ziehen um. Millie ist jetzt unten und Max klettert nach oben. Kaum ist er angekommen, sagt er. Etchebetsche reingefallen. Jetzt bin ich doch oben. Heidi in der Höhle. So was Doofes. Oben ist es doch viel schöner. Millie taucht aus der Höhle wieder auf. Schöne Höhle. Ich bleib jetzt immer unten. Der Max guckt entsetzt. Was? Aber oben ist es doch immer schöner. Nö, nö. Bleib du mal oben bei den Nachtgespenstern. Komm, Süßchen. Komm zu Heidi in die Kuschelhöhle. Und Spinnchen auch. Ach, ich war...